Einen schönen guten Abend. 5 Jahre Klimaprotest. Seit 2018 gehen Fridays for Future auf die Straßen. Wir sprechen im Studio darüber, wie sich der Protest seither zugespitzt hat. Hillary bringt Sturzfluten. Kalifornien kämpft mit Überschwemmungen. Und wir berichten über den Kussskandal nach dem Finale bei der Fußball-WM der Frauen. Schön, dass Sie dran sind. Ganz herzlich willkommen zur Zeit im Bild 3. Als Fridays for Future begonnen hat zu demonstrieren, klangen die Forderungen damals genauso wie heute. Politiker, macht eure Hausaufgaben, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Die Welt ist diesem Ziel jetzt aber kaum näher als damals, als sich Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel mit der Staatengemeinschaft anlegte. Muskan Batschwa berichtet. How dare you? Was als Schulschwänzerei in Schweden begonnen hat, ist mittlerweile zu einer globalen Klimabewegung geworden. Initiatorin ist Greta Thunberg. Mittlerweile hat sie die Schule abgeschlossen, mit Fridays for Future nicht. 5 Jahre sind seither vergangen. Beim weltweiten Klimaprotest im März sind laut den Veranstaltern allein in Wien 25.000 Menschen auf die Straße gegangen. Was von diesen 5 Jahren geblieben ist, ist ein wundervoller Erfolg, ein gemeinsames Mitnehmen, dass wir in einer breiten Masse hier stehen können und sagen, hey, wir haben ein alternatives Angebot, wir müssen hier nicht ohnmächtig sein. Franz Essel ist Wissenschaftler des Jahres 2022. Er unterstützt die Fridays for Future Bewegung. In der Politik sieht er bisher aber keine Erfolge. Ich glaube, für Fridays for Future wird es ganz entscheidend sein, noch Aktionsformen zu finden und auch weiterzuentwickeln, die ganz prägnant ihr Anliegen repräsentieren. Die letzte Generation will die Politik mit den deutlich umstritteneren Klebeaktionen zum Handeln bringen. Für Fridays for Future ist das aber weiterhin nicht das Mittel der Wahl. Es ist ganz klar, dass wir anprangern müssen, dass politisch zu wenig passiert. Dennoch haben wir uns ganz explizit und klar für was anderes entschieden. Auf der Straße wird Fridays for Future aber weiter demonstrieren. Der nächste globale Klimaprotest findet am 15. September statt. Und ich bin jetzt verbunden mit Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Lenglinger. Herr Steurer, Ihr Wissenschaftskollege Essel sagt also, 5 Jahre Fridays for Future hätten keine Erfolge in der Politik gebracht. Ist Ihr Urteil ähnlich hart? Das ist, glaube ich, zu hart. Ich würde sagen, der Erfolg ist beachtlich. Bis 2019 haben wir als Gesellschaft die Klimakrise mehr oder weniger ignoriert, verdrängt. Fridays for Future ist gelungen, diese Verdrängung, diese Ignoranz zu durchbrechen. Aber was nicht gelungen ist, ist, dass wir Ausreden und vor allem auch Scheinklimaschutz, also das so tun, als ob uns Klimaschutz wichtig wäre, dann, wenn es darauf ankommt, aber zu kneifen, das ist nicht überwunden worden. Und dafür braucht es offensichtlich einen anderen Protest. Da reicht es nicht, nur auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren in angemeldeter Weise. Da zeigt die letzte Generation möglicherweise vor, dass, wenn die Klimakrise weiter eskaliert, eben auch die Protestform ernsthafter und unangenehmer werden muss, leider. Wieso sind Sie der Überzeugung, dass die Eskalation der Protestformen da der richtige Weg ist, um Politik und Bevölkerung zu überzeugen? Die Klimaaktivistin Lena Schilling sagt etwa, die Auseinandersetzungen, die müssen natürlich in der Politik stattfinden, aber man solle nicht, und ich zitiere, Menschen im Frühverkehr am Arsch gehen, die keine andere Wahl haben. Also ich verstehe, dass die Proteste unangemeldeter Blockaden äußerst unangenehm sind. Das macht niemand gern, auch schon gar nicht die Aktivistinnen, die dort sitzen. Aber wir sehen, dass die angemeldeten Proteste von Fridays for Future nicht genug waren, tatsächlich zu einer Klimapolitik zu kommen, die angemessen ist. Also wir können natürlich über die Klimaaktivistinnen schimpfen, sie verteufeln, sie als Terroristen abtun. Dann haben wir nichts gelernt. Dann hauen wir auf den Übermittler der Botschaft, die von der Wissenschaft oft genug gesagt wurde, leider nicht laut genug. Oder wir sagen, na gut, Sie haben eigentlich doch recht, Sie sind tatsächlich sowas wie der Feueralarm einer zunehmend brennenden Welt. Und da gibt es ja auch ein paar Einschätzungen dazu, die das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlicht hat. Da gibt es Umfragen, wonach mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich allerdings gegen Tempo 100 sind, wie das ja auch von der letzten Generation gefordert wird. Und neueste Umfrage, mehr als 3/4 der Personen sind für Haftstrafen für sogenannte Klimakleberaktionen. Mhm. Was tut man also, wenn man merkt, in dieser Richtung geht das nicht so, wie man es sich vorgestellt hat?
Das nennt man dann Reaktanz. Also wenn man mit einem unangenehmen Protest konfrontiert wird, dann ist es eine einfache Methode, den einfach abzutun als verrückt, als versponnen und sperrt sie weg. Das Problem wird dadurch nur genauso wenig gelöst. Also meine Hoffnung ist, dass eine Gesellschaft, die sieht, wie arg die Klimakatastrophe in weiten Teilen der Welt ist, ob in Kärnten oder in Kanada zurzeit, dass die schon zum Nachdenken kommt und diese Mahnmale dieser Klimabewegung ernsthaft diskutiert. Um vielleicht das Wort Hoffnung, das Sie genannt haben, abschließend nochmal aufzugreifen. Wann denken Sie denn, wird der Punkt kommen, an dem die Gesellschaft und auch die Politik bereit dazu ist, Klimamaßnahmen in der Konsequenz, wie Sie sie sich vorstellen, auch wirklich zu ergreifen? Ich befürchte, das kommt erst dann, wenn die Folgen der Klimakrise so unangenehm sind, dass sie fast jeder spürt. Also wenn sie quasi Hausbesuche bei jedem zweiten Haushalt in Österreich macht. Im Moment ist das zum Glück noch nicht der Fall. Aber ich fürchte, es braucht diesen Druck. Die große Frage ist dann natürlich, kommt das zu spät? Sehr wahrscheinlich ja. Also das ist ein Szenario, das in der Wissenschaft für die 2030er und 40er Jahre skizziert wird. Dann wäre es tatsächlich zu spät, Emissionen deutlich zu reduzieren. Wir müssen es jetzt tun. Und die einzige Hoffnung, die mir als Wissenschaftler dann bleibt, ist eine Klimabewegung, die darauf aufmerksam macht, wie dringend das Problem ist und dass wir im Moment sehr viel mit Ausreden und Scheinklimaschutz arbeiten, uns am Schmäh halten sozusagen. Das Problem wird dadurch immer schlimmer und schlimmer. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Am Abend war auch FPÖ-Chef Kickl in den Sommergesprächen zu Gast, wo er seinen Zugang in puncto Klimaschutzmaßnahmen dargelegt hat. Er sprach von Hausverstand und Verhältnismäßigkeit. Das heißt natürlich, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, aber dass wir nicht übers Knie eine Komplettumstellung des Systems in ein paar Jahren, die hunderte Milliarden Euro kostet und unsere Wirtschaft zerstört und nur die Chinesen fördert, auch noch unterstützen. Und das alles dazu, um einen 0,8% Anteil von Österreich am weltweiten CO2-Ausstoß auf 0,4 oder 0,3 zu bringen, das ändert am Weltklima und an den Niederschlägen, wenn sie damit zusammenhängen, nicht das Mindeste. Allein diesen Sommer kommt es weltweit zu zahlreichen extremen Wetterereignissen. Der Süden Kaliforniens etwa steht im Moment unter Wasser. Zuvor in Mexiko auf Land getroffen, hat der Sturm Hillary Rekordregenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Inka Pi. Ganze Straßenzüge wie hier in der Wüstenregion Riverside County stehen unter Wasser. Am Schlamm erkennt man, wie groß die Sturzfluten gewesen sind. Schlammlawinen wie hier im Süden Kaliforniens sind teilweise so plötzlich abgegangen, dass sie selbst Feuerwehrleute überrascht haben. Rekordverdächtige Niederschlagsmengen sind gemessen worden. Es regnet selten, aber wenn, dann heftig. Für mehrere Millionen Menschen gilt weiterhin eine Hochwasserwarnung. Alle unsere Straßen hier in Palm Springs stehen unter Wasser. Das gilt für den Großteil der Region. Wir stecken fest. In Los Angeles ist Sturzflutalarm ausgelöst worden. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen. Stay safe. Passen Sie auf und bleiben Sie zu Hause. Stay home. Zusätzlich zu dem Tropensturm Hillary hat es nordöstlich von Los Angeles auch noch ein Erdbeben gegeben. Dabei ist aber laut ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Zum ersten Mal ist das Frauennationalteam aus Spanien Fußballweltmeister. Ein historischer Erfolg, der heute aber von einer weltweiten Debatte über das Verhalten des spanischen Fußballpräsidenten überschattet wird. Bei der Siegesfeier hat er nämlich plötzlich, ganz ohne Zustimmung, eine Spielerin auf den Mund geküsst. Einen Skandal sieht der Verband darin allerdings nicht. Ein Kuss auf den Mund durch Verbandspräsident Luis Rubiales. Später spielt der spanische Verband den Vorfall herunter und zitiert Hermoso so: Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Nicola Werdenig, die in ihrer aktiven Zeit als Skirennläuferin im Team selbst sexualisierte Gewalt erlebt hat und seit Jahren gegen Machtmissbrauch im Sport kämpft, hat eine klare Meinung. Also ich sehe mal, die erste Reaktion, die war klar ablehnend. Dass sie dann revidiert, wird vielleicht nach einigen Gesprächen mit dem Verband oder mit Funktionären gewesen sein. Ich sehe
in erster Linie die erste ablehnende Reaktion als wichtig und Indikator dafür, dass es Machtmissbrauch ist. Fußballpräsident Luis Rubiales scherzt jedenfalls, dass er Jenny Hermoso auf Ibiza heiraten werde. Ein Humor, der nicht nur in Spanien als grenzwertig eingestuft wird. Wir berichten jetzt noch über den neuen Film mit Schauspielstar Gerard Butler. In Kandahar spielt er einen CIA-Agenten, der von allen Seiten gejagt wird. Action pur, bei uns jetzt im Kino. Worum geht's bei dem Job? Wir werden ihr ganzes Atomprogramm zerstören. Ein Undercover-Agent sabotiert eine Atomanlage im Iran. Seine Deckung fliegt dabei auf. Der CIA-Mann wird von mehreren Seiten gejagt und versucht, sich ins Kandahar-Gebirge in Afghanistan durchzuschlagen. Dort soll ein sicherer Transport nach Hause auf ihn warten. Jared Butler verkörpert einen Actionhelden der alten Schule. Ich möchte jemanden vor der Kamera stehen haben, der keine Angst davor hat, Schwäche zu zeigen. Heutzutage wollen viele lieber Superhelden sein, aber im Kino brauchen wir auch den sterblichen Mann. Die Geopolitik im Nahen Osten dient in Kandahar als Ausgangspunkt für eine actiongeladene Thriller-Handlung. Wer die Guten und wer die Bösen sind, das ist oft unklar. Der Film nimmt nicht nur den westlichen Blickwinkel ein. Er zeigt, dass die Zuschauer auch Empathie für die Gegenspieler entwickeln können. Ein klassisch inszeniertes Katz-und-Maus-Spiel voller Wendungen. Letzter Programmpunkt jetzt bei uns, der Blick aufs Wetter. Sonnig verläuft der morgige Dienstag. Es gibt nur wenige Wolken und eine sehr geringe Gewitterwahrscheinlichkeit. Der Wind ist schwach und es wird erneut sehr heiß bei 30 bis 36 Grad. Am Mittwoch scheint zunächst wieder die Sonne, am Nachmittag sind vor allem im Bergland ein paar Schauer oder Gewitter möglich. Durchwegs trocken verläuft der Donnerstag und es bleibt heiß, teilweise auch schwül. Die Nacht jetzt ist aber noch kühl, was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.